Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wollen wir etwas an der Verstärkung der Basis arbeiten. Und zwar damit wir hier ordentlich Glas reinbauen dürfen in dem Basisgebäude. Und ja, mal schauen. Hier haben wir in der letzten Folge richtig schick gemacht. Hier wächst auch ganz fleißig schon. Ich guck mal nach den Batterien. Die scheinen echt leer zu gehen. Da, laden. Was? Wie schnell die leer gehen? Wofür sollen die dann überhaupt gut sein? Ich brauche doch gar kein Licht im Endeffekt. Gut, gehen wir mal runter. Quatsch, ich wollte da lang gehen. Die Basis hier, der obere Teil hat jetzt auch Strom, nur ein bisschen halt, damit hier ein bisschen Licht ist. Hier soll ein Schlafraum reinkommen, mit allen möglichen Kladderadatsch, was wir so haben. Also eine richtig, richtig cooler Raum. Und hier haben wir Fischis, die sich fleißig vermehren. Gut, ich gehe einfach die Insel runter, hier wird überall Lithium liegen, das brauchen wir, Lithium und Titan. Was haben wir hier? Wir waren wir schon drin. Oh Gott, hier ist die Insel. Was? Hier ist, die Höhle des Verlaufens, sag ich mal. Und die ist gar nicht so einfach, sich zu orientieren. Ich bin schon lange nicht mehr lang gelaufen. Aber hier haben wir überall Gold und so Mist. Brauchen wir jetzt noch nicht. Freuen wir uns später auf jeden Fall, wenn wir es mal haben. Das Gold. Okay, wo geht's denn hier lang, ey? Scheiße. Hier ist Licht gewesen. Jetzt so ein LED-Stab, ne? Das wäre was Feines. Man hüpft über den Salz, was hier echt mega viel gibt. Warum? Warum gibt es hier so viel Salz? Und was ist das für ein Brocken? Wo bin ich? Ich will hier raus. Scheiße, warum bin ich jetzt hier lang gelaufen? Schöne Flensken, die Nacht bricht hier rein. Passt ja perfekt. Gut, da ist ein Ausgang. Oh, Gott sei Dank. Wo sind wir denn jetzt hier reingegangen? So, hier brauchen wir auch noch ein Sämchen von. Will ich auch oben haben. Oh, passt dabei jetzt nicht mehr. So, wo bin ich jetzt hier gelandet, verdammt? Na egal. Holen wir uns ein bisschen. Jetzt haben wir die Tasche schon wieder voll. Scheiße. Ich wollte natürlich ein bisschen mehr bauen, aber ich will jetzt auch nichts wegwerfen. Ja, so Mist. Warum habe ich denn immer keinen Platz? Na, ich könnte Sauerstoffflasche wegwerfen, aber dafür bin ich jetzt viel zu geizig. So, dann müsste doch... Ach, wir sind genau auf der anderen Seite der Insel gelaufen. Super geschickt. Wow. Nicht schwimmen. Ich will den Weg nicht schwimmen. Naja. Vielleicht sind wir dann schneller, wenn wir schwimmen. Oh, der Planet sieht cool aus gerade. Aber unrealistisch, dass die Sterne hinter dem Planeten, vor dem Planeten sind, oder? Das heißt, die Sterne sind näher. Skurril, skurril. Ja, heute ist Montag, ich bin auf der Arbeit, wenn ihr das seht. Ich lasse euch auch schöne Grüße hier von der Arbeit zukommen. Spürt sie. Ist jetzt gerade in der Wache. Ich habe fast gesagt, wo. Huh, das soll ja noch etwas geheim sein, wo ich arbeite. Das ist ja ein Rettungsdienst, öffentlicher Dienst. So, das sieht aber schon extrem geil aus. Da müssen wir irgendwas mit Beleuchtung machen, ne? Irgendwas muss da passieren. Mann, das hört sich so doof an, wenn man das schwimmt. Irgendwas muss da mit Beleuchtung passieren. Das sieht nämlich zu geil. Aber Beleuchtung ist scheiße. Die verbraucht die Energie. Es gibt aber noch die Scheinwerfer, genau. Da oben muss ein Scheinwerfer blinken. Oh, ja. Und das war so oft wie Nacht. Das werden wir es ja schnell wiedersehen. Gut, der Scheinwerfer. Da ist noch eine Idee. Was kostest du denn in der Herstellung? Nur Glas und Titan. Sehr geil. Ist erledigt. Da oben wird gleich ein Scheinwerfer blinken. Wie bescheuert. Hallo, Exo-Anzug. Wir müssen unbedingt was essen. Ich habe immer die Tasche voll letzte Zeit. Deswegen komme ich nicht an Essen mehr dran. Was wollte ich jetzt machen? Glas? Ich wollte, Verstärkung, genau. Das ist der lange Gang. Das ist ja die Bergseite. Hoffentlich. Die kriegt von mir jetzt Verstärkung. So. Du verstärkst gar nichts oder so. Dann kriegen wir nichts mehr angezeigt hier. Normalerweise steht das rechts. Links oben. Das werden wir rausfinden, ne? Ja, auf der Seite braucht keine Scheibe. Da ist ja einfach nur eine Wand. So, gut. Das haben wir wieder ein bisschen Platz. Können wir was mampfen. Und dann machen wir uns mal Scheiben. Wir sind ja direkt hier, ne? Mache ich doch immer. Ich mache jetzt einfach mal Glas. Was soll's? Hau ich mal eine Scheibe rein und guck mal, was für eine Höhenstärke wir momentan haben. So. Einfach mal testweise. Wie viel Glas habe ich jetzt?
Eine Scheibe und zwei Scheinwerfer könnten wir... Das passt mir eigentlich ganz gut im Kram gerade. So. Ich habe irgendwie gar keine Höhenstärke, ne? Kann das sein? Aber hier ist alles... Hier ist Tabu, ne? Hier darf ich nicht dran. Ne. Ein Glasgang wäre natürlich auch hübsch geworden, ne? Sieht irgendwie klein aus, die Scheibe. Ist da was verändert worden? Und warum kriege ich keine verfluchte Höhenstärke angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ganze Zeug müssen wir auch noch im Labor bringen. Oder hier wird das Labor entstehen. Ich weiß es noch nicht. Können wir mal ausprobieren. Hier ist der Kram. Und zwar der Laborschalter. Muss ja kein Riesenlabor sein. Wenn wir das Material schon mal da haben, dann können wir es ja auch mal nutzen. Der Schreibtisch, ja. Das ist ein bisschen, was ist denn die doofen Teddys? Stuhlgang. So, Laborschalter. Was haben wir denn noch? Hier so ein Abfalleimer. Der kann hier in der Ecke. So. Oh, der kostet Glas. Wandregal. Das, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Schade, man darf da auch kein Inventar drin haben. Oder? Das wäre auch schön. Was sagt mein Titan eigentlich noch? Ich verpulver gerade mein Titan wieder für nix. Biomüll. Für Unwichtigkeiten eigentlich, ne? Zwei am Schreibtisch. Das sind zwei Stühle halt, ne? Ich will zwei Stühle haben. Ach, das stört mich jetzt. Okay. Laborausrüstung, das. Oh, so cool. Mann, bleib doch nicht immer überall hängen. Oh, an den komme ich nicht mehr dran. Das ist ja komisch. Nö, da komme ich nicht dran. Was ist das überhaupt hier? Laborbehälter? Da können zwei drauf, ne? Laborbehälter braucht man viele. Ist so. Und dann ist er sowieso überfüllt hier. Das ist doch cool, ne? Das ist mein Labor. Mein Labor. Ich habe ein Labor. Und da kann man so durchgucken und dann Sachen entdecken. Ne? Und so. Okay, jetzt habe ich wieder Platz. Das Ding wollten wir aber auch noch loswerden. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Da müssen wir den wieder wegnehmen. 5. Oh, das sieht so cool aus, ne? Kann ich auf den Mülleimer vielleicht noch so einen Laborbehälter legen? Warum ist denn der so groß? Och Mann. Hier rein. Hier rauf. Ein Probenbehälter. Ah, das Ding, das wird ja eh keinen Platz und das haben wir ja auch schon doppelt sozusagen. Laborschalter. Wunderschön. Oh, cool, cool, cool. Ich habe jetzt irgendwas im Kopf gehabt, aber mich ist es wieder entfallen. Ärgerlich. Ich habe wirklich alles Titan jetzt auch müde. Du Depp. So viel verpulvert. Macht aber nichts. Du darfst da sitzen. Also die Basecap, die will nicht so wirklich funktionieren, ne? Die fliegt immer nur in der Luft. Und ist immer nur halb da, hier. Ne, wenn man, also die ist immer nur im Boden versunken. Darf ich die allgemein an der Wand machen oder was will er von mir hier? Also was in Regal legen ist noch ein bisschen Zauberei, ne? Das geht wirklich noch nicht. Ne, hier so eine Basecap aus dem... Das sieht einfach komisch aus. Jetzt meinst du es aber ernst, ne? Gut, wir gehen schnell was mampfen. Es ist wieder Tag. Und dann gehen wir hoch, Scheinwerfer bauen. Verstärkung ist ja jetzt dran, aber irgendwie scheint es der Basis scheißegal zu sein. Was ich ein bisschen gruselig gerade finde. Hingeblieben wieder. 1, 2, 3. Eine hacken. Zap, 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 zap. 1, 2, 3. Essen. Satt. Eine hacken. Ja, so hält man sich hier unendlich lange Melone. Das ist cool. Scheinwerfer bauen, dürfen wir das denn jetzt? Ja, ne? Ich habe doch, glaube ich, alles zusammen. Wo warst du, doofe Scheinwerfer? Da. Zweimal, ja,
Doch, viermal Titan haben wir hoffentlich noch. Perfekto, Vitschko. Okay. Also ihr seht, wo es so hingehen soll, was das betrifft hier. In dem Bau der Basis. Hier müssen auch noch Scheiben rein. Sieht auch schön aus. So, da geht es jetzt Richtung Basis. Oh, schon groß geworden, der Baum. Irgendwie sieht die Scheibe anders aus. Ich kann mir nicht helfen. Also er sieht irgendwie anders aus. Habe ich einfach so lange keine Scheibe mehr gebaut, dass mir das echt seltsam vorkommt. Wenn wir das jetzt hier machen würden, ich gucke es einfach mal kurz. Würden wollen. Ach ja, eine Kurve darf man keine machen mehr. Okay, brauchen das Glas aber noch. Jumpen hier nach oben. Fumm. Rein in die gute Bude. Ich muss einmal rum. Welcome aboard, Captain. Die machen Liebe ohne Ende. Und hier oben soll ein Scheinwerfer rauf. Der hat das alles so ein bisschen, ja, nicht beleuchtet direkt. Nein, den darf man ja an Basen bauen. Also nicht hierhin, aber da dran geht's. Ja, wenn ich den jetzt so die Basis beleuchten lassen würde, dass er nachts nichts machen wird, weil er ja... Oh. Mann! Weil er den Strom verbraucht, ne? Das ist ja das Problem. Ich mach's einfach mal. Wir können es ja immer wieder ändern. So, er fängt an zu leuchten. Blub, komm. Und ich hoffe, er beleuchtet die Basis schön. Und den Berg. Oh ja, das wird gut. Verbraucht aber dementsprechend auch Energie, ne? Müssen wir auch. Das ist nicht so gut. Jetzt habe ich kein Glas. Ein Glas habe ich noch. Cool. Glas. SiO4. Pures verschmolzenes Quarzglas. Habe ich noch nie gelesen. Jetzt ohne Witz. Okay, ist nichts Interessantes. Wir dürfen noch einen machen. Warum soll man nicht noch einen machen? Lalalalala. Ach, am liebsten da oben drauf, ne? Aber wir könnten ja einen Gang machen. Also hier einfach so ist er nicht drin. Komm. Irgendwie müsste ich das beleuchten. Ich habe da Bock drauf, ne? Dass das schick leuchtet hier alles. Nacht wird ja gleich schon wieder kommen. Die kommt ja schneller, als man will. Zap, zap, zap. Schnell geht's. Welcome aboard, Captain. Willkommen raus. Und dann sagst du schon wieder willkommen an Bord. So, habe ich genug gehabt? Ja, ne? Raus aus dem guten Ding. Weg mit dem Lüglein. Wir brauchen das Glas wieder. Ja, jetzt ist die Frage. Von hier nach Berg beleuchten. Aber wir testen das einfach mal aus. Ist ja jetzt eigentlich völlig egal. Oh, ihr macht schon einen krassen Leuchtstrahl. Bup, seht ihr? Oh, krass. Oh, jetzt sollte mal Nacht sein. Weißt du, jetzt kommt aber die Nacht nicht. Boah, wie die Knarre von hier aussieht. Übelst. Jetzt seht ihr das metallisch, was ich meinte, die Farbe. Also jetzt sieht es ja aus wie Stahl. Oh. Schöner Ausspringpunkt, Abspringpunkt. Aber ich wollte nicht. Ich wollte. Jetzt habe ich kein Titan mehr, ne? Was kostet denn so ein doofes Bett? Dass wir schon mal mit dem Bett anfangen können für die Schlafräumchen. Drei Titanen, aber ein kleines reicht da eigentlich, ne? Okay. Hup. Er macht keinen Körper. Das finde ich voll krass, dass der einen Unterschied merkt von Springen auf Felsen oder auf Wasser, ne? Dass der da einen Unterschied merkt. Ist schon krass. Vier. Es sind immer noch vier. Ih, guck mal, hat den Mund gesehen. So. Hier wird der Schlafraum entstehen. Ich finde es so besser, ne? Wenn wir daher nachher ein Fenster reinknallen. Obwohl, ich glaube, das ist Berg, ne? Den haben wir im Berg, oder? Wie wir es rausfinden. So. Mein Teddy, mein Kuschel-Teddy, der muss natürlich dabei sein, ist ja keine Frage. So, das erste schöne Schlafbett und wir dürfen nicht mehr drauf pennen. Also das finde ich ein bisschen komisch. Also vorher konnte man sich George Spielzeug, da müsste ich doch mal eine Geschichte zu haben. Doof ist, dass das hier so reinwächst, ne? Aber da kann man nichts dran ändern.
Gut, was hast du gemacht hier so? Du bist schon fertig, 99%. Ihr seid fertig. Ups, Entschuldigung. So. Und dann sollte hier noch ein Knollenbäumchen da hinten rein, das wäre ganz schick. Aber den finden wir jetzt so nicht. Und ich brauche dann ganz dringend ganz, ganz, ganz viel Glas. Das ist wieder, oh, wieder Titan. Quarzsuche. Quarzsuche hoch 10. So, da unten haben wir Knollenbäume, aber das ist sehr weit weg. Wenn ich in den Schlafraum, ne, der ist ja im Berg drin, ne? Da wird ein Fenster kaum Sinn machen. Doch hier hin. Doch, die beiden könnten tatsächlich ein Fenster bekommen. Wir können hier ja noch ein bisschen weglöschen, wenn wir es hinkriegen. Aber ich darf jetzt nichts mehr bauen. Ah, ich habe gar nichts mehr. Verdammt. Luke. Darf ich da jetzt von hier aus rein? Hier, ne? Doch, 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 das ging. Habt ihr gesehen? Wie irre. Oh Mann. Das ist aber Cheaten. Bin also jetzt hier durchgekommen. Gut. Ach komm, was soll's. Machen wir dafür noch einen rein. Wo wächst er denn? Da vorne. Dann noch ein paar Blümchen da hinten. Fertig. Aber jetzt soll nicht zu schön werden, ne? Wächst mal eine. Hallo. Mach mal ein. Ich habe noch nie gesehen, wie die entstehen. Ich glaube, die sind ganz popelklein und dann werden die einfach nur größer, aber ziemlich schnell. Licht kriegen sie ja nicht mehr. Die Batterien sind alle. Die halten aber echt nicht lange, ne? Die LED-Stäbe scheinen unendlich lange Licht zu spendieren. Deswegen können wir die auch dekonstruieren, ne? Das ist. Aber ich bin mal schlau, wartet. Ich nehme erst die Batterie raus. Obwohl, Quatsch. Die kriegen wir sowieso wieder. Und wie ist die Batterie jetzt? Ist die jetzt leer? Komisch. Die ist rappelvoll. Also die Dinger machen nicht viel Sinn, wenn man kann ja kaum beleuchten damit. Das ist der ruckzuck leer. Na, hier könnten wir noch einen hinhauen. Ne, können wir nicht. Schade. Was gemacht? LED-Stäbchen? Wo warst du denn jetzt? Bin ich jetzt blind? Ach, die müssen wir kraften, ja. Du bist blind. Ich warte hier eigentlich nur noch sehnsüchtig auf Nacht. So, da ist er. Habe ich jetzt nicht gesehen, wie sie geboren wurde. Schade. Oh. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Ess ich sie. Ha! Lecker. Gut. Ja, machen wir mal einen Körper. Wir brauchen Quarz. Machen wir einen richtig schönen Körper. Hui. Boah, da würde ich aber Schiss haben. Nimm das Ding aus der Hand beim Körper machen. Also bitte. Hui. Schöner Körper. Hast du gut gemacht. So, Quarz. Quarz ist wieder so eine Sache. Wo finden wir gut und viel Quarz jetzt? Hier unten nicht. Warum bleibt das da immer auf eine Höhe hängen, das, was ich rauswerfe? Das sieht doof aus. Ne? Das sieht echt doof aus, das ganze Wasser hier. Was bist du? Auch im Wasser? Dann werfen wir das mal hier in der Ecke. Na, das stört es nicht ganz so dolle, ne? Boah, sind die groß geworden. Also wir haben hier schöne Sachen gepflanzt, die wir vielleicht irgendwann mal brauchen. Gut, gehen wir mal auf Quarzsuche. Essen, trinken ist gut. Zur Not habe ich noch die Brutzelklinge. Ist ja keine Sache. Und gehen Quarztaschen, uns die Taschen mit Quarz füllen, würde ich sagen. Ein bisschen Titan. Eigentlich nur Quarz. Wir wollen jetzt erstmal nur Glas machen. Ich habe keine Ahnung, was die Höhlenstärke sagt. Das ist das Schwierige. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Da ist irgendwo der Reaper. Der Reaper da so rum. Wird es dunkel? Weil ich wollte ja eigentlich sehen, wie die Basis leuchtet. So.
Hui. Quarz, wo bist du? Jetzt suche ich wieder Quarz und finde wieder keins. Ich weiß es jetzt schon. Ne, wäre natürlich cool, mit dem Exo-Anzug so eine Quarz-Vorkommen zu finden, aber da vertue ich mich immer. Die sehen immer alle gleich aus. Das ist das Schwierige. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich ein Quarz-Vorkommen. Aber da sind auch noch 4-5 Stück drin. Es ist jetzt auch nicht so der Bringer, mit denen looten zu gehen. Leider. Was ich so ein bisschen sehr traurig finde. Haben wir schon wieder Nacht? Jetzt machen wir das in der nächsten Folge, weil ich will echt einmal sehen, wie die Basis beleuchtet ist. Oh, ja. Wie macht das unter Wasser überhaupt solche Geräusche? Verstehe ich nicht. Bin halt skeptisch, ne? Okay. Boah, was ist denn hier los? Viel Schrott. Die Klappe. Irgendwas Schickes? Nö, ne? Was Neues oder so? Was wir für ein Labor brauchen? Nö. Nö. Vielleicht hat der Gabelstapler ja eine Funktion mittlerweile. Kann man nicht aufnehmen? Ja, wo würde den auch hinstecken, wenn man den aufnehmen würde, ne? Gut, Quarz. Es ist Nacht. Ich glaube, also es wird gerade Nacht. Wo ist meine Base? Das ist die falsche Base. Da ist der Aurörachen. Oh, sind wir weit weg. Von der Basis. Den Nacht bricht er rein. Wir gehen erstmal gucken, wie das leuchtet. In der nächsten Folge machen wir einen Quarz-Loot-Run. Oder ich besorge mir das vorher schon irgendwie. Das wird ganz witzig. Hui. Hui. Ja, wir kommen woanders. Ist schön finster. Zum ersten Mal freue ich mich über eine Nacht. Mann, wie weit sind wir denn weggefahren? Wir haben nur ein bisschen auf den Boden rumgeguckt. Da oben leuchtet schon. Hey. Ja, ein bisschen weit weg will ich ja davon sein. Boah, ist das ja eine dunkle Nacht. Der Zweitmond. Eigentlich der echte Mond. Weil dieser andere Trabant, der uns ums rumschwebt, der ist ja irgendwie seltsam, oder? Weil die Sterne davor sind. Seltsam, seltsam. Da oben leuchtet schon. Juhu, boah, guck ich das mal an. Ist voll die Party da oben. So eine Art Hilferuf. Da, der leuchtet die Basis aus und der andere leuchtet. Boah, da müsste viel mehr Partylicht sein. Und viel bunter müsste das sein. Cool. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kurz. Ich habe jetzt irgendwie kein Zeitgefühl gehabt. Bis dann.